Servus und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Freunde, ich wünsche euch viel Spaß dabei heute. Wie ihr es im Titel schon gesehen habt, schnitzen wir uns etwas und wir gehen erst einmal, wir machen die gesamte Produktion einmal komplett selber. Ja, das bedeutet, wir gehen in den Wald. Ich zeige euch, welches Material zum Schnitzen geeignet ist und erzähle auch ein bisschen, warum diese zum Schnitzen geeignet ist und warum andere nicht so gut geeignet sind fürs Schnitzen. Auch natürlich die Utensilien und die Werkzeuge. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Bleibt dran, wir sehen uns nach dem Intro. Ciao! Wir sind im Wald angekommen und ach, ich liebe diesen Birkenwald hier, ne? Ihr könnt es euch nicht vorstellen, der mir auch den ein oder anderen Schager gebracht hat. Und selbstverständlich, wenn wir etwas finden sollten, weil unsere Vorräte knapp sind, können wir uns natürlich auch, wenn wir uns anschließend bei der Birke bedanken, auch ein wenig Schager mitnehmen. Aber darum soll es ja heute nicht gehen, sondern es soll heute um das geeignete Holz gehen, wenn es darum geht, uns etwas zu schnitzen. Sei es eine Schale oder sei es ein Löffel. Heute werden wir einen Löffel zusammenschnitzen und dann werde ich euch ganz genau sagen, welches Holz sehr gut dafür geeignet ist, einen Löffel zu schnitzen. Also viele sagen ja sowieso schon, okay, Birke ist super Holz zum Schnitzen. Kirsche ist auch ein super Holz zum Schnitzen. Da geht es jetzt mir aber heute nicht drum, sondern was viel einfacheres und was in Gesamtdeutschland auf jeden Fall zu finden ist und wo es niemandem schadet, wenn man sich mal ein kleines Ästchen davon mitnimmt, um den anschließend zu bearbeiten. Seid gespannt und bis später. Das wollte ich euch jetzt auf jeden Fall mal zeigen. Ich habe es gerade gesehen im Vorbeilaufen. Ich habe leider keine Tüte dabei. Ich müsste mir überlegen, wie ich den mitnehme, weil das wäre die ideale Gelegenheit, um mal mein neues Harzmesser auszuprobieren. Ich mache mal die Scheide eben ab. Das ist praktisch mein neues Harzmesser und ja, so wie es halt aussieht, so wird es auch benutzt. Ich muss halt nur schauen, ja, das löst sich alles ab, aber das ist eine super Harzquelle hier. Das ist schon mal hier der erste dicke Brocken. Den muss ich auf jeden Fall mitnehmen, weil ich muss auch wieder neue Salbe machen. Einfach mal schauen. Ja, da komme ich gut mit rein. Und das Gute an dem Messer ist, hier sammelt sich das, ne? Ich habe es extra gemeinsam mit Ron so erstellt, dass ich da auch meine Funde, jetzt hier zum Beispiel, wenn ich da so ein bisschen bröckel, dass ich da mehr von hab und dass das alles hier dann reinfällt. Zack. Und es ist praktisch hier reingefallen. Und damit ich da kein Harz verschwende, die großen Brocken kann ich dann zur Seite legen und das kleine kann auch alles noch mit rein, ne? So, dass wir halt, wie gesagt, nichts verschwenden. Aber das sieht jetzt erstmal gut aus. Ich werde das hier verstauen. Dafür habe ich hier unten auch noch einen Stauraum. Und ja, ist sehr praktisch, sehr geil. Kam jetzt als allererstes mal zum Einsatz. Perfekt. Funktioniert einwandfrei. So, und dadurch, dass es hier heute nicht um Harz geht, sondern darum, wie wir uns einen Löffel schneiden, habt ihr es vielleicht schon gesehen? Aha, was könnte es für ein Holz sein? Es ist Haselnuss. So, und zwar versuche ich jetzt hier den Holzstamm so präzise wie möglich einmal in der Mitte zu halbieren, dass wir schöne gleich große Stücke bekommen. Das hat super funktioniert. Wir können das, diese Rundung hier automatisch auch, ja, nehmen für den Holzlöffel. Von innen sieht es wunderbar aus, es lässt sich wunderbar schnitzen. Das werdet ihr bemerken, wenn ihr mal mit Haselnuss arbeitet.
Wir wollen hier einen langen Kochlöffel draus machen. Es ist leicht in sich gedreht. Hier unten ist es schmaler und hier geht es dann nach oben. Das wird kein Problem sein. Und ich zeige euch jetzt, wie ihr ohne ein Löffelmesser eine wunderbare, schöne Rundung reinbekommt. Viel Spaß! Damit ihr es jetzt einmal sehen könnt, ich habe die Ecken hier vorne einmal abgeschnitten und leicht schräg reingesägt, um ja schon mal in diese Löffelform zu kommen. Ich habe jetzt hier zwei Schnitte gelegt, die sind nicht ganz gerade geworden, das ist aber kein Problem, das können wir mit dem Messer wieder ausgleichen. Haben wir jetzt hier diese Schnitte gelegt, jetzt werde ich es hochkant stellen, hier einklemmen, denn wir befinden uns in der Natur. Und jetzt mit einer ganz normalen Betoning-Technik hier schön das Holz abtragen, Stück für Stück. Schön bei dem Einschnitt. Weil was ab ist, ist ab. Und kommt auch nicht mehr zurück. Das ist das gleiche an der anderen Seite. Und in dem Falle, wenn es jetzt nicht ganz rausgeht, lieber nochmal nachsägen, anstatt dass ihr weiter betont. So. Und jetzt kann man weiter betonen. Und da ist es passiert. Mein Löffel ist gebrochen und ich kann jetzt nichts mehr damit anfangen. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich habe den Löffel einmal so vorbereitet. Ich mache gerade hier ein wenig von den Rundungen. Also wirklich, dass wir schon so eine Stielart erkennen können. Ja, das muss jetzt einfach mit einem großen, groben Messer einfach mal gemacht werden. Einfach nur ein bisschen hier permanent drehen natürlich, ne? Dass der immer dabei ist. Und dadurch, dass es nicht so ein faseriges Holz ist, geht das wunderbar, ne? Also ihr könnt es, auch wenn es nachher dann trocken ist, so gut schleifen. Auch mal so ganz leicht hier lang gehen. Wirklich nicht mit viel Kraft, sondern wirklich ganz leicht. Und das sieht doch schon mal gut aus. Das sieht wirklich, wirklich schon mal gut aus. Und dann müssen wir gleich hier, wenn ich den fertig gemacht habe, einfach nur schauen, beziehungsweise ich zeige euch dann, wie ihr hier ohne ein Schälmesser die Einkohlung macht. Und das wird dann, glaube ich, denke ich, auf jeden Fall ein sehr, 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 sehr guter Löffel werden. So sieht der Löffel aktuell aus. Ich habe den Stiel einmal komplett jetzt bearbeitet. Ich wollte, dass der hier unten etwas zulaufend ist, damit ich hier eine Kuhle reinmachen kann. Damit ich nicht so einen geraden Löffel habe, sondern etwas schräg, bisschen ausgefallener. Mache ich noch ein paar Schnitzereien rein. Das passt alles. Und jetzt kümmern wir uns um die Aussparung vom Löffel. So, ich versuche das Ganze mal ein bisschen so euch zu zeigen. Da muss man immer vorsichtig sein, ne? Also man kann hier echt viel falsch machen. Aber erstmal müssen wir hier vorne die Spitze etwas abrunden. So, dass die nach vorne kommt. Ich stelle euch aber mal eben einmal um. So, was ich jetzt versuche, ist halt, ich gehe hier einmal kurz
ganz vorsichtig nur die Rinde abmachen, hier an den Ecken erstmal, und markiere mir die Stielmitte, damit ich das Ganze hier einmal gleich schneller bearbeiten kann. Und jetzt ist es halt eigentlich nur noch eine reine Schnitzarbeit. Erstmal hier unten alles, die Kanten hier unten brechen, dass wir hier nach hier oben kommen. Das ist aber gleich getan. Am besten einmal so ein bisschen schräg. So kommt ihr am schnellsten zu eurem Ergebnis. Schon haben wir das Ganze einmal auf der Seite hier halbiert. Und jetzt auch noch auf der anderen Seite. Und dann auch ruhig wieder weiter oben anfangen. Dann geht das ganz schnell. Schöne Grüße an der Stelle gehen einmal raus an Ron, der mir das Messer einmal nochmal nachgeschliffen hat. Wie gesagt, ich habe immer noch nicht die Vorstellung gemacht. Müsst ihr mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr nochmal die Vorstellung von dem Messer sehen wollt. Es ist wirklich unheimlich groß. Aber es ist zugelassen. Es fällt unter keinerlei Richtlinien oder Tragepflicht oder sonst irgendwas, sondern es kann ganz normal mitgeführt werden. Ein wunderschönes Messer von Wolfgangs, sehr groß, 11,8 cm Klingenlänge, Full Tang bis hier hinten hin. Freunde, es liegt auch super in der Hand, man kann wirklich alles damit perfekt machen. Und ich finde es sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Das beste Messer, was ich je hatte. Und ich hatte schon viele Messer. Naja. Ich schnitze mal weiter hier, Freunde. Also, wie man sehen kann, ich habe die Kante jetzt hier oben so weit geschnitzt, bis die hier eben abschließt. Und ich fange jetzt so langsam mit dem Inneren an. Seid gespannt. Also, ihr fragt euch jetzt sicherlich, wie bekomme ich hier eine Kuhle rein, ohne dass ich ja ein Löffelmesser habe oder Hook Knife, also so ein Hakenmesser. Es gibt ja x-beliebige Namen dafür oder die ganzen Schnitzmesser, Löffelmesser, hast du nicht gesehen, alles mögliche. Und zwar ganz, ganz einfach, Freunde. Es gibt so viele verschiedene Methoden, aber meine Methode, sage ich euch ganz ehrlich, ist die kostengünstigste. Es sei denn, ihr macht jetzt ein Feuer und legt hier das Loch rein. Aber was habe ich hier? Ich habe hier so etwas wie ein Hohlbeitel als Schnitzwerkzeug. Und das in verschiedenen Ausführungen. Einmal für unten, für die kleinen Sachen und einmal mittel. Ich hätte auch noch einen großen mitnehmen können, aber das wollte ich jetzt nicht machen. Ich stelle mir jetzt praktisch hier wirklich diese Maserung vor, ja, von dem Löffel, also meine Form von dem Löffel, die soll bis hier vorne hingehen, hier wieder ab, also angrenzen praktisch so und hier wieder lang. Und dann fange ich ganz einfach an, ich nehme hier vorne die Ecke und gehe erstmal hier rein. So. Und jetzt drehe ich es um und gehe in die nächste Ecke. Ich gehe erstmal bis hier vorne hin. Überhaupt kein Problem. Aber das Ganze dauert jetzt erstmal ein bisschen. Ne? Aber es funktioniert wirklich wunderbar. Ihr seht es. Hier ist schon die erste Kuhle drin. Und so macht ihr dann immer weiter. Ich gehe mal ganz bis an der Spitze ganz nach vorne. Ja, dass ihr auch ein angenehmes Mundgefühl bekommt. Und das macht ihr dann so lange, bis ihr genau die Aushöhlung habt, die ihr haben wollt. Ja, ihr müsst jetzt erstmal nicht komplett durchgehen, ihr könnt gleich von der anderen Seite nacharbeiten. Und dann nehmt ihr das und schnitzt um euer Leben. Natürlich wäre es auch noch total schön, ne, wenn man jetzt hier, ich wollte eigentlich die Bushbox mitnehmen, dann hätte ich mir jetzt hier ein Feuer anhauen können und in Ruhe an der Bushbox sitzen können, mir schön
Feuer knistern anhören und währenddessen ein bisschen schnitzen, vielleicht nur ein Teechen köcheln, ne, man weiß ja nicht. Und wie gesagt, ihr seht es ja jetzt schon, es läuft wunderbar und die Auskerbung wird immer mehr und immer mehr. Und das mache ich jetzt so lange, bis ich ein wunderschönes Ergebnis habe. Seid gespannt! Lass mich nicht lügen. Ich glaube, nach einer Viertelstunde, 20 Minuten sieht das Ganze jetzt so aus. Ich habe das einmal sehr knapp bemessen hier unten. Einmal alles jetzt abgetrennt, alles raus. Es ist eine sehr große Ladung, aber ich habe auch einen sehr großen Mund. Also es passt da alles easy rein. Ja, jetzt folgt erstmal der kleine Feinschliff. Hier unten noch Bearbeitung, die Ecken. Hier, die muss ich noch abmachen jetzt. Aber das alles nur mit diesem kleinen Schnitzwerkzeug. Und da gibt es, glaube ich, ein 15-teiliges Set oder so für 6 Euro. Also dann braucht man jetzt nicht unbedingt ein teures Löffelmesser, sondern das funktioniert auch mit dem kleinen Zubehörteil. So, und so sollte das aussehen, wenn ihr den Löffel in Richtung Licht haltet. Hier vorne schön dünn. Also sehr, 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 sehr hauchdünn geworden das Ganze. Hier unten habe ich den jetzt dann noch einmal etwas verziert. Und man kann sehen, das ist eine ordentlich große Portion. Der Löffel passt wunderbar in meine riesigen Hände. Und ich werde den eventuell hier dann nochmal kürzen, dass ich dann da so den Löffel habe wie so eine kleine Schaufel. Und also das Maß ist wunderbar. Ich werde den jetzt noch ein bisschen abschleifen und dann können wir uns das Ganze einmal dann geschliffen anschauen. Bis dann. So, Leute, der Löffel ist fertig. Es ist ein XXL-Esslöffel für irgendeine schöne Suppe oder für am Feuer was zu machen. Ich liebe ihn jetzt schon. Er ist super gut geworden. Ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Der wird auch noch eine richtig, richtig schöne, tolle Farbe bekommen. Und es ist ein super Utensil. Ich werde es auf jeden Fall bei meinen Bushcraft-Touren mit dabei haben, wenn ich eine Suppe zu essen habe, weil da passt ordentlich viel rein. Und das Ganze werden wir hiermit noch ein wenig verfeinern und dann bekommt es eine richtig schöne dunkle Farbe. Aber dazu erst wieder mehr, wenn ich zurück im Baumhaus bin. Dann werden wir es zusammen einölen, trocknen lassen und ich werde euch das Ergebnis dann die Tage auf Instagram zeigen. Leute, falls euch das Video gefallen hat, vom XXL Esslöffel, dann lasst es mich bitte in den Kommentaren wissen. Schreibt in die Kommentare, worauf ihr Bock habt, was ihr unbedingt sehen wollt oder sonstiges. Ja, verfolgt mich weiterhin auf Instagram. Abonnieren nicht vergessen. Ja, ist ja klar. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch gerne ein Like da. Ich freue mich über jeden Neuzugang, über jeden, der da ist. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, Freunde, und geht raus in die Natur. Genießt es und seid live dabei. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich war gerade auf dem Weg nach Hause, beziehungsweise zum Auto, damit ich wieder aus dem Waldstück rausfahren kann. So, und dann erblicke ich ihn. Ihr könnt es euch vorstellen, einen neuen Chaga. Ich zeige ihn euch.
Könnt ihr, kann man es sehen, ist hier vorne drin. Ich nehme euch einmal ganz kurz raus. Ein wirklich, wirklich schönes kleines Stück Pilz. Und ja, kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Lest euch darüber im Internet schlau oder schaut euch mal meine Videos dazu an. Zusätzlich natürlich solltet ihr euch dennoch alles dazu durchlesen. Und den kleinen hier, den werden wir jetzt richtig schön uns einmal rausholen und dann legen wir ihn zu Hause hin zum Trocknen. Ich gehe hier oben rein. Der geht ganz leicht raus. Messer steckt hier drin. Ich kann ihn schön rausholen. Nichts verschwenden. Dann habe ich hier mein kleines, feines Prachtstück. So, herzlich willkommen, Freunde. Hier könnt ihr schon mal zwei wunderbare Ergebnisse sehen. Der eine ist schon eingeölt, der andere nicht. Und ja, ich zeige euch jetzt, wie ich das Ganze mache. Das hier ist ein kleiner Esslöffel, der ist aber aus Buchenholz. Und hier haben wir ja jetzt die Haselnuss, weil das Buchenholz, könnt ihr ja sehen, hat eine richtig schöne Maserung. Der ist hier einmal leicht eingerissen, aber ich hatte da nie Schwierigkeiten mit und der ist wirklich top. Der Löffel ist super, sieht alt aus, rustikal, genauso wie er auch sein sollte. Und ich mache das Ganze, könnt ihr sehen, immer auf dem Pizzakarton. Und ich gieße jetzt erstmal etwas Öl einfach hier rein. Dann sieht das Ganze schon mal so aus. Das ist einfaches Rapsöl. Das ist sehr, 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 sehr lecker, um damit zu kochen. Und jetzt, pass auf, was ich mache. Ich gehe hier einmal entlang, lasse das hier drin schon mal etwas einwirken und einziehen. Und ich kann euch nur den Tipp geben, wenn ihr das einmal eingeölt habt, dann stellen sich die Fasern sowieso nochmal nach oben. Und dann könnt ihr nochmal drüber schleifen, wenn das eingezogen ist alles. Und jetzt nehme ich mir einfach hier den Finger und streiche das hier einfach mit meinem Finger einfach einmal ein. Komplett. Er ist halt sehr lang, ne? Ruhig schön dick. Ne? Nicht zögern oder zimpern mit dem Öl. Es tut ihm nur gut. Wenn man den damit einmal schön einölt. Aber ihr könnt schon sehen, ne, das Holz hat unter dem Öl schon eine ganz, ganz andere Farbe, wie jetzt zum Beispiel die Buche. Die Buche ist super schön. Ne? Also ich finde dieses Dunkle, finde ich total edel, finde ich super, super schön. Und das könnten wir jetzt schon sehen, wenn das Holz hier, also die Haselnuss, noch dunkler werden würde. Aber das ist praktisch der dunkelste Farbton, den sie von sich selbst hier einmal abgibt. So, hier unten auch. Komplett einmal einölen. Ich habe vielleicht etwas zu viel Öl hier reingemacht, aber hier passt auch eine Menge rein. Von daher, das wird schon alles noch einziehen. Und für schwierige Stellen habe ich hier die Bürste. Ne? Die ist eigentlich vom Klettern. Aber dann kann man hier in die Ecken einmal richtig schön rein und hier... Hier in die Ecken rein. Sehr, sehr gut. So, und jetzt mache ich das Ganze so. Hier einmal fertig.